Servus Leute, was geht? Willkommen auf dem Kanal zurück, Freunde. Wir gehen heute auf YouTube German District 2, Freunde, Reportagen. Ich habe noch nie auf ihn reagiert. Aber mir wurde oft das in die Kommentare geschrieben, dass ich mal auf ihn reagieren sollte. Ich habe noch ein paar Songs von ihm gehört. Aber ich bin halt sehr gespannt, wen ihr disst, was da abgeht. Und ich will sagen, wie immer, ich bin kein Musikexperte, mach es nur Spaß und der Freude. Einfach nur ein Typ, der gerne Musik hört. Dementsprechend legen wir los. Los geht's jetzt. Das war der letzte Diss und Gemeinde bleibt Legende. War das ein CD von Katja? Oder von wem? Reportagenartillerie. Kommt noch mal ein Diss-Track, sag niemals nie. Kommt noch mal ein Diss-Track, sag niemals nie. Also ich bin wirklich gespannt. Wie gesagt, ich habe noch nie auf ihn reagiert. Ich habe nur gesehen, der hat vor kurzem, glaube ich, eine EP oder so rausgebracht. Habe ich einen Track gehört. War jetzt nicht so ganz meins. Boah, geiler Aufbau. Ich glaube, SpongeBob hat auch mal so einen ähnlichen Beat gehabt. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass der Beat gleich ordentlich reinpfeffert. Schön die Spannung aufbauen und jetzt kommt so ein Einstieg. Ich bin sehr auf den Einstieg gespannt. Sorry, wenn ich öfters mal Stopp mache. Ich muss halt öfters Stopp machen, damit es nicht gesperrt wird. Über ein Jahr weg gewesen, habt mir alles angeschaut. Die Wut hat sich so angestaut, denn jeder reißt sein Maul auf. Der alte Reportage, dann kommt und bringt mal wieder Pfeffer in den Laden, so wie Ankerkraut. Ich hab gedacht, ich seh nicht richtig an. Sehr, sehr geiler Einstieg. Einfach eine sehr, sehr krasse Stimme hat er am Start. Schreibt gerne in die Kommentare rein, ob ihr auch so euch freut, dass er mal wieder was rausballert. Alle sind am Dissen, aber keiner greift die Assis an. Ich fesse euch wie Hannibal. Hey yo, Break Bro. Seid nicht meine Kragenweite, ihr zwei seid so Pussy. Ihr teilt euch eine Nagelfeile, rasiert euch die Schambereiche. Rasiert euch die Schambereiche. Ein sehr schöner Front gegen die Prank Bros. Sehr, sehr schön. Also, er ist am Austeilen. YouTuber werden gedisst, so muss das sein. Gegenseitig. Bin euch überlegen in jeglicher Art und Lebensweise. Disst du mich, dann wirst du in jeglicher Art und Lebensweise nicht mehr überleben. Alle sitze ich nur am Wiesen, keiner reicht sich mehr die Hände. Ich bin wiederholt. Keiner reicht sich mehr die Hände, das stimmt. Jeder sieht sich ein eigenes Ding durch und Sachen YouTube, vor allem in der Pandemie, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich finde es halt interessant. So, er hat auch eine Maske an. Warum zeigt er sein Gesicht eigentlich nicht? Würde mich interessieren, wisst ihr das? Schreibt gerne mal in die Kommentare rein. Um den Krieg hier zu beenden, ohne Waffen und Gewalt. Ich mach aus der Plattform Madonna und schlachte sie halal. Lass die Gemeinde auf Fake-Fotzen los. Meine Stimme ist jetzt warm, jetzt geht das Name-Dropping los. Ich freue mich auf das Name-Dropping. Und er hat so eine krass aggressive Stimme. Bei dem könnten wir wirklich meinen, dass er es ernst meint. Also, holy moly, shit. Spieler auf Insta sind noch nerviger als Dagi B. Und jeder Influencer macht Urlaub in einer Pandemie. Jesse riecht nach Schweinesteak, die Lunge wie ein Leichtathlet. Mit der Gemeinde ficken ist nicht lustig wie ein White. Shirin ist nicht echt, weil sie selber keine Texte schreibt. Ihre Babystimme ist höher als die von Maxify. Ja, Dagi B, ja, man weiß ja Bescheid. Im Urlaub und so. Shirin kommt ihre Texte geschrieben, glaube ich, sogar von Lars Unlimited. Habe ich gehört. Hat auf jeden Fall mal Flair behauptet. Jede Line ist actionreich für die Filme von Wesley Snipes. Leon steckt sich Mentos in den Arsch und trägt am Pepsi Light. Ich bin wieder da, ihr Noten habe wieder Blut geleckt. Ich besuche Lidl, Schrimp und scheiß ihn in die Gucci Cap. Ich bin immer gut gedressed, Sonnenbrille, Steppjacke. Nehm euch alle Hops, auch ohne Ausweis oder Festplatte. Ja, nehmen uns alle Hops. Und auch ohne Festplatte. Da war das damals mit Mimi und so, mit der Festplatte, wo die eben gerippt haben, beziehungsweise die Speicherkarte. Und muss ja wirklich sagen, die Trompete im Hintergrund passt sehr gut rein. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen was Spezielles.
Weg. Alter, was geht ab in deinem hohlen Hirn? Fans will mit mir spielen, weil der Junge an Corona stirbt. Habe sehr viel nachzuholen, das ist nicht von gestern. Ist das wirklich deine Freundin oder spielt das deine Schwester? Würde mich nicht wundern, bei dir zähle nur die Klicks. Auch mit Tränen auf den Bildern. Okay, den YouTuber, da kenne ich jetzt nicht. Also bin mal gespannt, ob ich alle kenne, wo ihr halt erwähnt. Digga, hast du keinen Drip? Du fühlst dich ziemlich cool, denn du trägst Eis an deinen Gliedern. Wenn man deinen Namen googelt, dann kommt Import, Export. Das passt ja zu der Scheiße, die du lieferst. Ich zerficke dich, du niemand. Deine Lügen und Skandale mehr als grenzenlos. Und deine K-Community ist jünger als ein Embryo. Bin immer noch untouchable, Belucci Entertainment, dieser Hu. Flo geht mächtig nach vorne. So mag man es. Aggressiv nach vorne. So mag man es. So. Also, der Song geht 13 Minuten. Ich hoffe, meine Speicherkarte macht das überhaupt mit. Holy shit. So eine Katzenkilt macht mich aggressiv. Keiner ist mehr kreativ, nur Reaction oder Memes. Und wenn Marcel einmal niest, fließt die Elbe durch den Kiez. Und das Zeichen, was ich mache mit den Fingern, ist kein Peace. Marcel Scorpion wurde gedisst. Sogar ein Meme reingeschnitten, so von wegen langer Nase und so. Man kennt ihn. Aber ich muss wirklich sagen, Marcel Scorpion gucke ich ganz gerne. Schon seit Jahren, schon seit 2015, 16 habe ich ihn abonniert. Dementsprechend. Ja, okay. Ich hoffe mal nicht, dass dieser Diss wieder ab 18 ist. Ich tu doch keine weh, das sind nur Wörter, ich bin Pazifist. Und das ganze Blut an meinen Händen ist nur scharfer Dip von meinen Nacho-Chips. Für die ganzen Leute da draußen bin ich ein Superheld. Und muss Olli essen kommen, dann hört er seine Mutter bellen. Jetzt. Krass. Also, ich bin echt gespannt, ob Reportagen jetzt weiter am Ball bleibt und halt öfters so Sachen tobt. Oder ist das so eine Diss-Reihe, wo er gemacht hat und jetzt einfach weiterführt? Sehr krass auf jeden Fall. Du bist asozial, ich punche wie Karate-Moves. Du bist ein schlechter Schauspieler, wie in dem Film das Tagebuch. Fox wird gehäutet und beträufelt mit Zitrone, bis er schreit wie ein News-Time bei Karaoke. Ich diss euch alle und verkauf es als Mixtape. Geht Bonnie zum Friseur, macht sie die Seiten auf Clickbait. Macht sie die Seiten auf Clickbait, Alter, geil. Ich denke, was kommt jetzt, ein Beatswechsel oder so? Ich bin kein Fan von euren ekelhaften Business. Schieß Marcel an, Selfie sieht's aus wie ein Dickpick. Andere Tonlage. Ich fand die aggressivere Tonlage ein bisschen stärker. Aber das hier ist, klingt das mega arrogant und es zeigt seine Vielseitigkeit, weil ich es sehr interessant finde. Also er kann aggressiv rappen, er kann ja arrogant rappen. Ich bin gespannt, was er noch in petto hat. Nun mach den Popsong für die Mädchen auf TikTok und ich zerficke im Lockdown mein Element so wie Stickstoff. Yeah, Reportagen in den Charts, er kriegt Monte einen Part oder Trimax ist Salat oder Excel kann Spagat. Ja, ich disse mich auch selbst, sowas nennt man Rose Yourself, ich bin nicht von dieser Welt. Was für ein Beat Switch, komm Baby, dip it low, kein Diss an Chin. Der erste Beat hat mir besser gefallen. Der Beat ist halt, ja, ein bisschen schwieriger, also beziehungsweise bisschen langsamer. Ich merke es halt mehr so, wenn es nach vorne geht. Doch du siehst aus wie das Twitch-Emote. Fick Corona, ich hab eh nichts zu tun. Meine Lunge hat mehr Volumen als so ein Ditcheridoo. YouTube Germany, das Jahr hat gerade angefangen. Und ich denk mir noch, pass, Bruder. Ich denk mir noch, pass. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Neon Unleashed-Beat. So ein bisschen. YouTube Germany, noch damals letztes Jahr. Und ich denk mir noch, pass, Bruder. Ich denk mir noch, pass, Bruder. Frau Kunze gibt sich extravagant ohne Sinn und Verstand in die letzte Instanz. Komm, gib Wendler die Hand, ich fang gerade erst an, meine. Oder ist das jetzt die Stimme von Nirgish an Beat? Nirgish an Leash? Hört sich ziemlich ähnlich an. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Ist es lang wie der Schwanz deiner Mom. Ich war der Erste in Germany mit dem Black Rose Beat. So mittlerweile pickt sie jeder Wack MC. Kleine Kinder kommentieren, find die Hater super. Zum Glück bin ich und ich Laser Luca. Nimm euch alle auf. Laser Luca, Lukas Konkrafter. Ja, ich kann verstehen, warum er ihn disst. Auseinander, ihr seid keine Gegner. Ihr könnt ja auswandern. Beziehungsweise, glaube ich, noch ein anderer. Sorry, wenn ich hier und da ein paar YouTuber nicht kennen oder verwechsel. Sorry, mal an der Stelle. Wie wär's mit Madeira?
Promi-Flash, noch schlimmer als Bonnie Trash. Immer eure Redaktion, mal schauen, wie euch dein Molly schmeckt. YouTube Germany, das Jahr hat gratis angefangen. Und ich denk mir noch, was, Bruder? Ich denk mir noch, was, Bruder? YouTube Germany, noch dümmer als letztes Jahr. Und ich denk mir noch, was, Bruder? Ich denk mir noch, was, Bruder? Sehr interessante Mischung auf jeden Fall. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Song ordentlich durch die Decke geht. Der ist halt gestern Abend rausgekommen, glaube ich um 12 Uhr oder so. Ich reagiere aber spontan drauf. Krass. Simon Destu macht nichts mehr, sein Channel ist Game Over, mal was Positives für schön Upload, Filter und Corona. Alter, jeder macht jetzt geile Line gegen Simon Destu. Also einer der unsympathischsten YouTuber, die ich je gesehen habe, so auf YouTube, so. Also ja, ohne Scheiß. Also auch wenn ich ab und zu ein bisschen hochgucke auf die Kamera, weil bei 20 Minuten oder so geht die halt aus automatisch. Und ich will das nicht verpassen, dann ist dann halt verpasse, dass es dann nicht mehr aufnimmt. Mit Autotune auf der FIFA-Cack und wenn mein Schuh seinen Kopf trifft, ist er dann ein Sneakerhead. Aber FIFA-Gaming hat Talent und einen sicken Flow. Ja, du bist so krass, du bist von Young Alpha die Wish-Version. Weil der Fiend ist selbst verliebt, die Alte hat einen Sockenschuss. Ein verstörendes Video mit einem toten Oktopus. Hat die echt einen toten Oktopus gegessen? Bäh. Wenn du kein Wort verstehst, ich disse dich trotzdem. You are a beautiful woman, we say in German, du Fotze. Junge, das ist Batmans, Katja ist so künstlich, ey, wär ich mit dir befreundet, dann hätte ich einen Fake-Friend. Jeder Lappen bringt sehr, sehr nice Line gegen Katja. Katja macht jetzt ja OnlyFans, konnte man dich auch irgendwie anmelden. Sie bringt da exklusiven Stuff raus, also sie weiß, wie man Geld macht. Heutzutage in der Albumbox, wenn ich dich mit deiner Albumbox, dann hast du eine Albumbox. Cash, was du machst mit deiner Albumbox, mach ich digital mit ner EP am Tag 10 Mal, Digga, Zungenbrecher. Alle deutschen Rapper hören sich an wie eine Chorgruppe, nebenbei leckt die Land die Sahne aus seiner Ohrmuschel. Fick dich YouTube Germany, hier hast du deine Antwort. Axel Voss in Jung war damals so wie Philipp Amthor. Germany Szene. Axel Voss, also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht mit den Upload-Filtern. Also wenn Axel Voss das wirklich durchsetzt und so, dann sind gerade wir Reaktions-YouTuber halt Game Over, sag ich mal. Deswegen hoffe ich, dass Polen halt die Klage durchbekommt und dass Upload-Filter halt Geschichte sind. Schwieriges Thema. Für dich ne Razzia starten und auf entspannt könnte ich mir bei Red ne Nackenmassage. Aber ohne Happy End, genau wie dieser Diss-Track. Ich lach so oft über euch, ich krieg ja fast ein Sixpack. Kallis, trainier mich bitte, Kappa. Es wird mal wieder Zeit, dass ich Fazi mit ein paar Zeilen kille. Machst du jetzt auf Superstar mit peinlicher Designerbrille? Nenn dich wie dein Bruder, du Schwätzer. An deinen Track hältst du dich an wie Alexa, oder? Google-Übersetzer. So viele... schönes Video, geht auf jeden Fall sehr stark nach vorne. Schnelle Schnitte, so muss das sein. Und wir sind erst in der Hälfte. Das wird, glaube ich, ein langes Video. Ich auf der Stimme, ich krieg auch einen Krebs. Dann mach lieber Clickbait, das hat Simon dir vorgelebt. Kann nicht mehr verlieren, Bitch, ich hab schon gewonnen. Ich folg den Zwillingen in Zorn, frag, erkennt ihr den Song? Wird mein Channel mal gelöscht, folgt mir auf Twitch oder Insta. Denn auf diesem Beat wird heute mehr gefickt als auf Tinder. Ich zerstöre euch, ohne dass ich mich anstrenge. Nehme eure Ehre, lege sie in Babys Wandschränke. Die Vorfahren vom Benjamin von der Gattung Langhälse. Seh ich Bonnie auf der Straße, zieh ich nicht die Handbremse. Spotify. Er würde nicht die Handbremse ziehen, wenn er sie sehen würde. Er wird sie einfach überfahren. Krasse Ansage auf jeden Fall. Läuft bei mir, ich kann mich nicht beschweren. Wenn bei euch nicht mehr läuft, könnte ich euch noch ernähren. Unsympathisch rappt jetzt, ich verprügel den Lauf. Und danach mache ich... Ey, was hat er gegen unsympathisch TV? Das verstehe ich. Warum ist der ihn denn? Die anderen haben schon eine Berechtigung eigentlich, aber unsympathisch TV, hallo? Diesen Trimax Gemüseauflauf. Ich ohne Maske ist wie Slavik ohne Artilette in aller. Sie sind zurück, ich fühl mich wie beim Klassentreffen. Prank Bros wieder da. Hey yo, Prank Bros. Dylan wieder da. Hey yo, Dylan. Game Master wieder da. Game Master. Reportagen wieder da. Wiegt euch mal nicht in Sicherheit, ich bin das Originale. Alle dissen jetzt mit Maske, ihr seid kleine Reportagen. Ja, er hat auch recht. Viele werden gedisst so. Aber er ist eigentlich derjenige, wo halt das angefangen hat, mit Maske zu dissen. Und es gibt viele Nachahmer, wo das halt nachmachen, dementsprechend auch einen Hype dann wollen, aber nicht bekommen, weil Reportagen steht einfach für gute Qualität, für krasse Skills und für, ja, für krasse Aussagekraft in seinen Texten. Und dissen vor allem. Ja,
Chaos will die goldene, keiner bestellt ein Album Forza, lege dich in Einzelteile, genau wie Trafalgar-Lore. Und lass deine Finger von die Droge, mein kleiner Alter, die Lochis tragen Akne, auch ohne Designer. Muffin und Kevin, ihr seid uns. Die Akne von den Lochis, ohne Designer. Schöne Line. Kann man nichts hinzufügen. Da mein Niveau, ich geb euch Erdkugelverbot. Jedes Jahr ein großer Diss, ist ab heute Tradition. Back to the future. Hey, yo, Victoria Sarina. Ihr sprecht ein Hörbuch für Bibi und Tina. Schöner Beat, sehr klassisch angehaucht, gefällt mir sehr gut. Bibi und Tina, hä? Hört ihr mir das, macht ihr euch Bibi und Tina. Zum Einschlafen nie wieder. Reportagen darf keiner sehen. Denn er hatte eine Nasen-OP, so wie Katja K. oder Aschgobar. Das ist ganz normal, also hatet mich. Sky Guy ist nicht mehr korpulent, dank meine. Der arrogante Reportagen wieder am Start. Und, also der Beat gefällt mir besser. Der erste Beat war legendär, der zweite chillter und jetzt wieder ein bisschen was Arroganteres, ein bisschen clubmäßiger angehaucht. Nice. Das sieht aus wie ein Sportstudent. Bin euch lenkbar raus wie von Ruffy die Arme. Oder von Sunny die Haare. Oder von Marcel die Nase. Cymex, Trimex, Crimex. Das ist Sunny. Metal, Shadow, Zero, Emero, Enno, Memo. Luca darf nicht in den Club rein. Rachel Taschen, ich reg mich wieder auf. Zerstört die Schlampen, sie zerfallen zu Staub. Also, ich bin ein bisschen animiert worden zum Mitmachen, weil es irgendwie. Der Beat vielleicht einen Verein zum Mitmachen, wie gesagt. Schreibt gerne Kommentare rein, wie ihr den Song findet. Also das ist, ich habe glaube ich nie auf so einen langen Song reagiert. Holy shit. Nur eine Kuh und alle sind sie am Melken. Stories auf Insta sind heute nur noch Placements. Rage-Ontagen, ich reg mich wieder auf. Schöne Töne im Hintergrund. Es gibt dem Ganzen so ein bisschen die Sahnekirsche auf der Sahne drauf. Die Schlampe zerfallen zum Staub. Nur eine Kuh und alle sind wie am Mecken. Stories auf Insta sind heute nur noch Placements. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie alt Reportagen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch schon Ende 20 ist oder so. Das glaube ich auch schon lange im Game. Chicken Wings. Pablo. Rebecca Wing ist immer noch ein großes Thema für meine Tochter. Also ganz von dem Channel wegbringen kann ich sie nicht. Ich habe sie versucht aufzuklären. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen. Dann diese Morddrohung zum Beispiel bekommen. Oder Morddrohung? Rebecca Wings? Ich wusste gar nicht, dass sie uns so krass unterwegs ist. Auch jetzt diese Sachen, diese Horrorsachen. Also meine Tochter kam zu mir und hat gesagt, egal was du machst, Mama, ruf niemals nachts bei Elf on the Shelf an. Da hat sie gesagt, ich habe jetzt drei Nächte lang, habe ich jetzt totale Angst gehabt, aber jetzt muss ich mal mit jemandem darüber reden. Dein Content war mal ganz normal mit Tipps geben, ein bisschen Basteln, Make-up und gebrannte Mandeln und auf einmal kam der Wandel. Bunte Bilder, Clickbait, hier gibt es alles in einem Bundle. Becky, Fakten lügen nicht, bist du abgehoben, weil dein... Geil, einfach geil. Ihr macht Rebecca Wing noch fertig. Also ich verstehe gar nicht, warum die so eine Reichweite hat. Schön, dass du mal wieder... Dass ihr mal was das aufdeckt und einfach mal sie kritisiert für Sachen, die sie halt macht. Nachname Flügel ist und wenn ich dich schon disse, ey Becky, ich hab ne Bitte, entblock mich doch mal auf Insta, entferne mich von deiner Liste, Mann, ich will dir gar nichts Böses, ey, du bist Rebecca Chicken Wing, gehörst in die Fritteuse, ich will dich doch nur erlösen. Gehörst in die Fritteuse, also ich hab mir ein paar Videos damals angeschaut von ihr, aber sie ist so cringe und so wack. Das gibt's gar nicht. Wir gehen dir weg in der Blöde, bist kein Amphibien-Schützer, doch machst alles für die Kröten. Und warum diese Videoreihe allein um 3 Uhr nacht? Keiner von deinen kleinen Pimmel-Fans ist um 3 noch wach. Aber sie glauben, die erfundenen Stories. Rebecca hat keine Hobbys, sie hat den Ronald McDonald. Du bist der deutsche Plasmonix, denn du kopierst sie bis ins Letzte. Die Bilder, Reaktionen, Ideen und Effekte. Ja, sie kopiert auch sehr viel. Vor allem, ich habe mal gesehen, sie hat fast die gleiche Videoidee gemacht wie von Alex V. So, deswegen, sie kopiert auf jeden Fall Sachen. Ich
keiner darf dich kritisieren, zu groß ist Ego. Auf deinen TikTok-Bildern sieht man immer Charlie D'Amelio, obwohl sie gar nicht drin vorkommt. Egal, den Hype muss ich mitnehmen, bis locker 30 Jahre alt, aber mach sein auf Sweet 16. Und dein kleiner Welpe hat ne eigene Playlist, in denen er Kleidung trägt oder Hundefutter bewertet. Der süße Welpe kann man maken, ist halt einfaches Money. Schreib es in die Kommentare, Bitch. Payback for Fluffy. Payback for Fluffy. Geil. Heute wird YouTube gestört, so dass jeder es hört, Bitch, alles 31er. Dylan ist auch wieder da, das wird kein schönes Jahr, Bitch, alles 31er. Heute wird YouTube gestört, so dass jeder es hört, Bitch, alles 31er. Dylan ist auch. Das Lied geht in 2 Minuten oder so. Die Person in der Badewanne, ist das auch Rebecca Wing? Oder wer ist das? Wieder da, das wird kein schönes Jahr, Bitch, alles 31er. Du schreibst alles in einem Titel, was haltbar, der 3 Uhr nachts und im Morgen hast du Wishwest und Pocahontas. Ich gebe dir heute Konter, alle Schlagwörter und Google-Trends und Sätze, die keinen Sinn ergeben. Interessiert auch niemanden, denn deine Fans können eh nicht lesen. Ich bin deine Strategie, Rebecca, unterschätzt mich nicht, denn ich bin Becky Nato. Ey, Fragen richtig, auch teste dich. Und langsam glaube ich wirklich, dass Sila nicht deine Freundin, sondern in echt deine Schwester ist. Der teilt hier mächtig aus. Mächtig aus. Da gibt es viele Beweise, da kannst du Steiger fragen. Der Null aber scheiße und die andere gegen scheiße Baden. Decke, halt dein Schwindel auf und das hier ist dein Impel down. Kinder können nicht mehr schlafen, nur wegen der Killer-Clown. Hast keine Community, deine Fans sind nur dick. Ich rapp dir am schnellsten, der Part gefällt mir am besten. Also, holy shit. Ich bin echt gespannt, was in Zukunft auch noch von ihm kommen mag. Und der 24 Stunden im Treppenhaus mit nem Paddybär. Wie willst du verarschen, Becky, alles Betrug? Du trägst das eher in seinen Namen, ist schon Schande genug. Genau bist du ein Haufen Knochen, bist genauso wie Bruch. Du gehst über Leichen für dein Content, du bist skrupellos. Ich überfahre Becky mit dem Motorrad von Kohlebu. Mach eine Therapie, Rebecca, komm schon, lass dir helfen. Du bist ne Beleidigung für alle echten Disney-Helden. Das mit deinen Nachbarn sind nur Lügengeschichten. Offen und ehrlich sind die einzigen, die drüber berichten. Mit deiner Masche kleine Schüler benutzen und es ist. So Leute, kurze Pause. Zeig, dass einer kommt, um dir die Flügel zu stutzen. Was ich von dir halte, Becky, wissen alle OGs. Ich mach wieder eine Community und sag's in Emojis. So Leute, das war's mit dem Video. Video war wirklich krass, hat mir sehr gut gefallen. Muss ich wirklich sagen. Schreibt gerne einen Kommentar rein. Wie ihr den Song gefunden habt, kommentieren, abonnieren, gern gesehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in einem Video. Bis dann, macht's gut.